Hallo und herzlich willkommen bei Zukunft Erde. Essen im Anthropozän. Wie werden wir uns morgen ernähren? Unsere Speisekarte wird sich deutlich ändern, bedingt durch Gentechnologie, Big Data und Robotik. Wie das aussieht, schildert der Autor und Experte für ökologische Agrar- und Ernährungsfragen, Professor Dr. Franz Theo Gottwald. Essen im Anthropozän. Wie wird das? Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters, was das Anthropozän, also das Menschenzeitalter heißt, wo Menschen in der Lage sind, durch Wissenschaft und Technik alles, was natürlich vorgegeben ist, so zu verändern, dass sie einen möglichst großen ökonomischen Nutzen davon haben. Was heißt das für unser Essen? Zumindest in den reichen Industrieländern wird sich Essen deutlich verändern. Hintergrund ist, dass breite und umfassende genetische Wissen über Pflanzen, Tiere und die Rohstoffe, die wir Menschen zu uns nehmen, in unseren Lebensmitteln. Hintergrund ist auch die neue umfassende Datentechnik, Stichwort Big Data, und schließlich als dritter Hintergrund die Robotik. Aus all dem entwickelt sich ein neues Bild von Essen, was durch Technik und Design geprägt ist, was relativ wenig bis gar nichts mehr mit dem Naturzustand von Lebensmitteln zu tun hat, die wir kennen. In diese Welt von Technik und Design fließt das genetische Wissen ein. Ja, wir haben im 21. Jahrhundert viel Kenntnis, nicht nur über das menschliche Genom, sondern auch über das Pflanzengenom, Tiergenome. Und auch über die Verbindung, über die Artgrenzen hinweg, wissen wir zunehmend und mit großer Beschleunigung immer mehr und mehr. Dazu kommt das, was datentechnisch möglich ist, Stichwort Big Data. Und schließlich explodiert die Robotik. Aus allen drei, Gentechnik, Datentechnik und Robotik, wird sich das Essen der Zukunft neu konfigurieren. Zumindest für die Wohlhabenden, die sich High-Performance-Produkte leisten können. Und das ist der technologische Pfad, der ganz konsequent weiterentwickelt wird, um vom Essen aus einem Naturzustand zu einem Essen, was möglichst viel auch ökonomische Wertschöpfung mit sich bringt, als Design zu kommen. So arbeitet beispielsweise die Firma Barilla jetzt schon an einem Nudel-3D-Drucker. Nestle plant einen Lebensmittelreplikator. Und auch andere Unternehmen setzen auf Küchentechnik, die uns erlauben soll, zu Hause das an Essen zu produzieren, aus wenigen Grundstoffen zu konfigurieren, was wir als Wunsch und Tagesbedarf zu uns nehmen wollen. Bereits 2012 wurde die erste künstliche Herstellung von Schokolade aus einem Drucker bewerkstelligt. Ja, das amerikanische Unternehmen Modern Meadow hat es geschafft, erfolgreich eine schichtweise Erzeugung von Fleischwürfeln aus lebenden tierischen Muskelzellen mit einem 3D-Drucker zu bewerkstelligen, unter Verwendung einer Biotinte, die verschiedene Zelltypen beinhaltet. Und so gibt es noch andere Beispiele, von denen wir sagen können, ja, der Digital Fabricator wird in der Küche des 21. Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken sein. Da bleibt natürlich offen, was den Nährwert dieses gedruckten Essens angeht. Da bleibt offen, woher die Energie kommt für das Betreiben all der technischen Gerätschaften, die nun rund ums Essen neu auf den Markt kommen werden. Da bleibt offen, wem die Patente gehören für all das Wissen, was nun auf den Tisch gebracht werden soll. Hinter dieser Drucktechnologie, die auf Biomasse fungiert, stehen dann aber auch Rohwaren, die durch andere Hightech-Verfahren wie das sogenannte Vertical Farming erzeugt werden. Denken wir an Salate, an Gemüse, an Kräuter, die in einer neuen Form angebaut werden sollen, also nicht mehr vom Boden, sondern in Hydrokultursystemen. Auch diese sind schon in der Testphase, sodass wir sagen können, zukünftig werden immer weniger Pflanzen, die für die menschliche Ernährung genutzt werden, auf der Erde wachsen. Sondern sie wachsen eben in Gewässern, die mit Düngern angereichert werden
oder in anderen Formen von Hydrokultursystemen, hydroponischen Systemen. Sie können dann unter künstlicher Beleuchtung in Systemen des Vertical Farmings schneller wachsen. Die gesamte Umgebung ist technisch kontrolliert und damit weniger anfällig als die outdoor-landwirtschaftliche Umgebung, wo alles vom Boden, vom Regen abhängt, von der Sonneneinstrahlung, von der Trockenheit etc. In vom Menschen regulierten Kleinklimata, in Vertical Farming Anlagen, entstehen dann in den großen Ballungsgebieten konsumentennah die Rohwaren bis hin auch zu Obst, also Salate, Gemüse, Kräuter, einige Obstsorten, die Menschen gerne verzehren. Offen bleibt auch in diesem Zusammenhang die Energiebilanz. Offen bleibt auch hier, ob Menschen weltweit, auch in den urbanisierten Räumen, diesen Weg der zunehmend technischen Erzeugung von Lebensmitteln weiter beschreiten wollen, ob sie bereit sind dafür Geld, mehr Geld, weil diese Lebensmittel werden mehr kosten, zu bezahlen. Offen bleibt, ob es nicht eine Widerstandsbewegung gibt, die doch darauf setzt, dass Lebensmittel mit fruchtbaren Böden, mit Sonnenlicht, mit Wasser, mit natürlicher Kompostdüngung entstehen sollten, die sich dagegen wehrt, dass mehr und mehr aus dem Labor kommt. Die sich vielleicht auch deshalb dagegen wehrt, weil natürlich das, was aus dem Labor kommt, viel Geld braucht in seiner Entstehung und mithin Zinsen abwerfen soll für Aktionäre, die mit den Essenden und Trinkenden vielleicht gar nichts zu tun haben. Und was passiert in den Entwicklungsländern? Was passiert dort, wo im Moment noch die Mehrzahl der Menschen leben und in kleinbäuerlichen Systemen für ihr eigenes Essen sorgen? Diese Frage bleibt natürlich offen. Wenn wir noch einen dritten Blick werfen, was technisch möglich wird, so schauen wir auf die Tiere. Ja, auch dort wird an der Perfektionierung gearbeitet, an der Optimierung aus der Petrischale sozusagen, um im 21. Jahrhundert Produkte tierischen Ursprungs mit den besten Energie-, Klima- und Nährstoffbilanzen zu erzeugen. Das heißt insgesamt, dass nicht die Technik den Tieren angepasst wird, sondern die Tiere der Technik, wie wir es heute schon sehen, mit genetisch hornlosen Kühen beispielsweise oder mit auch jetzt schon herstellbaren federlosen Hühnern, blinden Hühnern, mit Tieren, denen das Schmerzzentrum gedämpft wird genetisch, sodass sie unempfindlicher werden für durch Technik induzierte Belastungen an Leib und Leben. Schon heute wird auch der Schnabel gekürzt, der Schwanz gekürzt, gibt es immer noch betäubungslose Ferkelkastrationen und andere invasive Eingriffe, die Tiere verletzen, die Schmerzen auslösen, die eigentlich verboten gehören. Und da kommt die Technik und sagt, wir können das ändern, dank des Wissens, des genetischen Wissens, des Zuchtwissens, des Wissens von Züchtungen über Artgrenzen hinweg, dass Pflanzengene in Tiere eingekreuzt werden und andersherum, können wir, und das ist das große Versprechen der Technologie rund ums Essen, können wir Zuchtlinien schaffen, die hohe Leistung bringen, keinen Schmerz mehr haben und deshalb besser geeignet sind, auch in einer Welt, die Angst davor hat, Produkte tierischen Ursprungs zu essen, die nicht tierwohlgerecht erzeugt wurden. Die Tiere, die Pflanzen werden in technische Umwelten gebracht und wir Menschen ernähren uns von technischen Gütern, nicht mehr vom Leben. Diese Umstellung wird auch dazu führen, dass wir eine ganz andere Essenskultur haben, in anderer Weise eine Verzehrskultur entwickeln und anders über Essen und Trinken sprechen. Wir stehen am Beginn eines großen Kulturbruchs und es braucht intensivste Diskurse in Öffentlichkeit und Politik, sodass wir uns als Menschen verständigen, ob wir diese Form der Zukunft von Lebensmittelerzeugung und Essen und Trinken haben wollen.